Ja, wie mache ich das jetzt? Also, Diener ist, Knicks geht, glaube ich, auch nicht so. Also, irgendwie soll ich, da sind Sie ja schon. Mahlzeit, Majestät, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen begrüßen, sagt man, glaube ich, in Kreisen. And you are? Ich bin Deutschlands Queen. Also, gefühlt. Oh, Gefühle haben mit dem Königsein nichts zu tun. Nee, eben, habe ich auch keine, deswegen ja. Und deswegen, ich wollte erstmal meine herzlichsten Glückwünsche überbringen zu Ihrem 65-jährigen Bühnenjubiläum. Excuse me? Ja, Sie haben doch 65 Jahre Tourneetheater auf dem Puckel, oder? Also, und da wollte ich fragen, anlässlich der Bundestagswahl in Deutschland, die bevorsteht, wie haben Sie das eigentlich hingekriegt, also so lange auf derselben Position? Das würde mich auch für mich selber interessieren, wenn ich ehrlich bin. Also, so lange. Durch Schweigen. Ah, ja, das mache ich auch gerne. Und keine klare Position beziehen. Mhm, da bin ich perfekt drin. Weise Worte sprechen, die jeder interpretieren kann, wie er mag. Da macht mir keiner was vor. Gnädig winken. Ja, es sieht bei mir ein bisschen aufgesetzt aus mit der Raute. So ein bisschen, wie soll ich es machen? Also, oh. Verstehst du? Und ganz viele Floskeln verwenden. Da habe ich also eine ganze Enzyklopädie auf Lager davon. Und vor allen Dingen, Darling, ja. Ich interessiere mich nicht für Politik, jedenfalls nicht offiziell. Da arbeite ich dran, glauben Sie es? Na dann, bottoms up. Guten Abend, liebe Zuschauer, zu einem Matthias Richtling Show Special. Bitte was? Zu einem Matthias Richtling Show Special, haben Sie es nicht verstanden? Also wissen Sie wirklich was? Damit Sie mal wissen, was in der letzten Zeit los war und was Sie alles verpasst haben. Na, also die Bundestagswahl werden Sie nicht verpasst haben, aber jetzt werden Sie denken, Mensch, Donnerwetter nochmal, die neue Bundesregierung habe ich verpasst. Na, haben Sie nicht? Oder haben wir überhaupt schon eine? Jetzt weiß ich selber nicht mehr. Also man kommt ganz durcheinander, weil wir ja offenbar nur Oppositionelle gewählt haben, also Leute, die nicht regieren wollen. Nur Frau Merkel natürlich, die ist durch die Bundestagswahl wieder näher dran an der Queen, zumindest von der Länge der Amtszeit her. Ja, ihre Fabeln sind zwar nicht so poetisch wie die der Königin, dafür macht sie aber die Gegenwart immer zu einem wunderbaren Rätsel, das wir mit offenen Augen bestaunen. Und das wollen wir auch jetzt tun und sagen, willkommen Dr. Angela Merkel. Wie sehen Sie denn aus? Frau Merkel? Ich war im Urlaub. Ich komme aus der Winterfrische. Ich bin ja nur da, um Ihren Fragen auszuweichen. Aha. Sie fahren Ski? Nee, also kennen Sie das denn nicht? Das ist doch Murder Walking. Ich könnte Sie alle erschlagen, die nicht mitregieren wollen. Das ist unglaublich. Wobei Sie ja relativen Erfolg haben, kann man einräumen. Das ist das Bedürfnis der Deutschen nach royaler Beständigkeit. Oh ja, und davon haben Sie ja eine ganze Menge. Bei der Queen muss man warten, bis sie einen anspricht. Von Ihnen sagt man auch, Sie regieren an Leuten vorbei. Gibt es jemanden, auf den Sie hören würden? Gibt es da überhaupt jemanden? Ja, nee, also höchstens vielleicht diejenigen, die uns gemahnen an mehr Menschlichkeit. Aha. Ja, in Zeiten von immer wahrer werdenden Fake News wird es Zeit, dass wir unseren Glauben an die Echtheit der Welt reformationieren. Ja, zum 500. Jahrestag der Reformation brauchen wir wieder einen Luther, schließt sich da die Frage an. Bitte. Also mir reicht es, wenn er mir manchmal erscheint. Ach so. Allerwerteste Ungläubige, es sind jetzt 500 Jahre vergangen, da habe ich, Martin Luther, das Papsttum und seine Katholiken gebrandmarkt, weil ihre gottlose Tyrannei die Gläubigen gequält und misshandelt hat mit dem Verlust von Hab und Gut, mit dem sie sich loskaufen mussten von ihren Sünden. Das feiert ihr heute alle im Reformationsjahr mit Selbsttäuschung, wenn ihr euch tyrannisieren lasst von der neuen Kirche Internet und der Sekte Apple und Google. Das Netz ist doch die neue Religion geworden, die nicht mehr den Glauben an Gott verteidigt und verbreitet, sondern nur noch den Glauben an Daten und Hass und an Falschheit.
Und so sehr seid ihr hypnotisiert davon, dass keine Ampel und kein Straßenlaternenmast und kein Auto einen jungen Menschen aufhalten kann, der in sein Handy starrt. Das Selbstverständnis des modernen Menschen habt ihr doch zurückgegeben an ein Silicon Valley. Wer geht denn noch auf andere zu, wenn er mit ihnen Kontakt aufgenommen hat im Netz? Wer trifft denn wen, wenn er seinen Chatraum verlässt? Da ist eine Angst vor Vereinsamung, wenn man mal leibhaftig einen Menschen trifft. Da ist eine Angst vor Vereinsamung, wenn man wirklich einmal sein Handy aus der Hand legt. Ich habe mich aufgelehnt gegen den Papst, dem die Menschen untertan waren. Ihr feiert mich und spielt im Netz selbst den Papst, der sich übt in Hass und mentaler Vernichtung der anderen, während ihr geistig vereitert. Im Netz kann der Alter endlich raus. Ach Gott, verfaul doch gemeinsam, du! Liebe Gemeinde und liebe Gemeinde, ich war jetzt also euer Bundespräsident. Ich war immer der Dosenöffner eurer Herzen. Ich habe immer zu allem Stellung genommen, was sich bewegt. Und damit ich nie vergaß, was ich zu sagen habe, habe ich mir stets vor dem Zubettegehen einen Knoten gemacht ins Gehirn. Ich hatte immer für alles Gespür, für eure Sorgen, für eure Nöte, für euer Gejammer und euer Gejaule. Aber wer mit den Hunden ins Bett geht, der steht mit den Flöhen auf. Und so merke ich bald, ihr fragtet nicht mehr, gibt es Gott und befasst er sich mit uns? Die Kirchen werden immer leerer, die Menschen immer weltlicher. Und so finget ihr an zu fragen, gibt es einen Bundespräsidenten? Ich aber sage, ja, und er befasst sich sogar mit euch. Aber die Entfremdung beginnt mit wachsender Verehrung. Und so wie ihr euch abwendet von Gott, so ist die Erfahrung vielleicht für euch nützlich, wenn ihr merket wohl, von euch kann sich auch abwenden Gott, der Bundespräsident. Und so sage ich euch, geht hin, geht zu euch, geht aus euch heraus. Mein Vorgänger sprach einmal davon, dass der Islam zu Deutschland gehört. Ich aber sage, auch die Deutschen gehören zu Deutschland. An Arbeit daran reicht meine einmalige Beteiligung. Ich habe euch stets abgelenkt mit Nebensächlichkeiten. Aber mehr Ideen als für 5 Jahre hat ein Bundespräsident nie gehabt. Und so bleibt mir am Schluss nur eines noch zu wünschen und zu erreichen, dass ihr meine Gedankenwelt vorfindet in jedem Nachttisch eures Hotelzimmers. Geht hin. Sehen Sie, ist doch gut, wenn uns Personen aus dem Jenseits noch was zu sagen haben. Wie? Obwohl er uns hat sitzen lassen, nicht zu vergessen. Wer? Ja? In Zeiten von Trump und Putin und Erdogan fühlten sich die Leute nicht nur verlassen von Gott, sondern eben auch verlassen von dem Vertreter der Deutschen auf Erden, Herrn Joachim Gauck, oder wie er heißt. Also ja. Ja, ja. Aber jetzt haben wir einen neuen Präsidenten aus dem Diesseits, Herrn Steinmeier. Ach, ja, den Sie ja erstmal nicht wollten, wenn ich Sie erinnern darf. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich wollte ihn sehr wohl. Was? Ich wollte nur nicht kundtun, dass ich ihn wollte. Ach damit so. Die SPD nicht wieder behaupten kann, ich hätte mich durchgesetzt und hätte die SPD untergebuttert und so weiter. Also habe ich meinen Mund gehalten, damit die SPD das Gefühl hat, dass sie wenigstens irgendwas zustande kriegt. Also sehr raffiniert. Die Matthias-Richling-Show hat mal mit Steinmeier, mit Herrn Steinmeier gesprochen. Und so. Das Gespräch wollen wir gerne jetzt noch mal aufzeichnen. Gauck an. Guck an. So. Ja.
Sie sind der 12. Bundespräsident, ja? Ja, im Dutzend sind wir billiger. Der Bundespräsident ist ja überparteilich. Trotzdem hat die SPD Berlin plakatiert. Wir freuen uns auf den sozialdemokratischen Bundespräsidenten. Wie geht das denn zusammen? Also wie Sie wissen, hat mit der Abschaffung der Monarchie 1918 das Volk, also die SPD, ja, die Schlösser erobert. Wenn wir wohin gehören, dann ist es ins Schloss. Die SPD ist im Grunde König. Oh, wie begegnen Sie als König den Leuten wie Trump, den Sie ja mal als Hassprediger bezeichnet haben? Also die Schwierigkeiten dürfen nicht übersehen zu bedeuten, dass ich ja Bundespräsident aller Deutschen bin. Ja, ja, und sprechen Sie dann mit Trump, oder? Wir leben in schwierigen Zeiten. Ja. Die Welt ist aus den Fugen, das habe ich auch in meiner Antrittsrede schon so gesagt. Oh ja, und werden Sie entschuldigen bei Ihnen? Ich habe festgestellt, dass die Amtszeiten meiner Vorgänger ja ganz unterschiedlich geprägt waren. Trümmerfrauen, Terror, Mauerfall. Ja. Obwohl der Bundespräsident mit Tagespolitik gar nichts zu tun haben darf. Und insofern kann ich Ihre Frage durchaus beantworten. Ja, und wie beantworten Sie die Frage? Das habe ich bereits in meiner Antrittsrede gesagt. Ja, was haben Sie denn gesagt? Was haben Sie denn? Wir lasst uns mutig sein. Aha, ja, aber das ist ja... Es tut mir leid, alle anderen Phrasen waren bereits besetzt von Martin Schulz. Oh. Genossen, ich freue mich, dass mich der Parteivorstand vorgeschlagen hat als künftige SPD in diesem Lande, liebe Genossen. Und das ist ein großer Moment. Und ich bin überwältigt, dass ihr das so beklatscht, dass mir Sigmar Gabriel sein Los geschenkt hat. Sigmar deutet mir schon früh an, dass auf mich ein Hauptgewinn wartet. Ich dachte, was kann das wohl sein? Das 24-teilige Kaffeeservice von Meißen oder der große Plüschteddy, den ich mir sonst hätte schießen müssen am Oktoberfest, liebe Genossen, nein, als mir Sigmar eröffnete, mein Hauptgewinn, das ist die SPD, liebe Genossen. Da ist man schon sehr gerührt von seiner eigenen Rührung. Jetzt habe ich also diese SPD, was mache ich damit? Stelle ich sie in die Vitrine zu den anderen Preisen oder... Oder mache ich damit einen Wanderpokal, damit jeder von euch sie mal anfassen kann, liebe? Nein, liebe Genossen, ich mache aus dieser SPD ein Pfand für das Kanzleramt. Denn in dieses Kanzleramt kommt ihr nur hinein, wenn man das Pfand SPD einlöst und abgibt. Gerhard Schröder hat das schon verstanden. Die SPD ist der Weg. Sie ist nie das Ziel. Und wenn man das Ziel erreicht, dann muss man das Pfand SPD abgeben. Ich bin bereit für das Ziel. Sozialdemokratisch, kritisch, solidarisch, deutsch, phlegmatisch und barbarisch. Und ich denke, damit habe ich die besten Qualifikationen. Denn schon Bundeskanzler Kohl konnte kein SCH sprechen. Und was hat ihn? Seine Geschichte berühmt gemacht. Applaus! Frau Merkel, Sie halten ja nichts von Schulz, gell? Oder? Ja, also er ist ein guter Beamter. Er hat das Grundgesetz hervorragend auswendig gelernt. Mehr Programm ist ja bei ihm nicht. Aha, und warum ist er dann Kandidat geworden? Weil die SPD so mies dasteht. Ach so. Herr Schulz ist ja auch gar nicht aufgestiegen in der SPD. Er ist einfach stehen geblieben und die SPD ist an ihm vorbei nach unten gesackt. Und da stand er oben. Das hat die SPD dermaßen begeistert, dass sie ihm ja sogar Klobürsten abkaufen würden. Gebrauchte. Meinen Sie denn, dass dieser Unwille zur GroKo von der SPD wirklich nur daran liegt, dass die SPD 5% verloren hat bei der Bundestagswahl? Was, Sie haben 5% verloren? Ja, ja. 5% haben 5%. Ja. Ich wusste gar nicht, dass die SPD noch so viel hatte. Doch, doch. Aber dann verstehe ich die Logik nicht. Herr Schulzens, hat also 5% verloren, fühlt sich abgewählt und will nicht mitregieren.
Am Parteitag hatte er von ehemals 100% 82%, also ein Minus von 18%. Und Parteichef bleibt, also ja, verstehe ich nicht. Die Nerven liegen eben bei denen blank. Ja, das merkt man im Umgangston, nicht? Sie meinen Frau Nahles. Wer? Frau Nahles. Wer? Frau Nahles. Ach so, die Dame kenne ich nur unter dem Pseudonym Frau Fresse. Oder so. Wir von der SPD, wir haben über 150 Jahre lang haben wir uns für das Volk den Arsch aufgerissen. Ja. Wir haben am Volk etwas fürs Volk getan. Finger schmutzig gemacht. Finger schmutzig gemacht. Genau, das sagen Sie mir doch. Na, halt die Fresse endlich. Ja, und was haben wir davon? Das Volk ist eine Scheißinvestition. Och. Ja, es bringt für uns keinen Mehrwert für die SPD. 20% kann ich nur sagen. Es bringt nichts, etwas fürs Volk zu tun, für diese verdammten Bastarde. Das war ein Scherz, ja. Aber da sagen wir, so, dann lassen wir es doch. Wir haben keine Lust mehr, dem Volk den Arsch auszuwischen. Und das Volk betätigt nur die Spülung. Und wir von der SPD, wir landen im Orkus. So. Ja, aber... Wenn wir heute von der SPD... Wenn ich das so sagen darf, ja, von wenn mir wir aus. Uns setzen lassen würden bei Bares für Rares, dann kämen wir auf 70% vom Volksvermögen. So, und das muss sich aber widerspiegeln in harter Währung als Wählerstimmen. Aber wir von der SPD, wir sind in die Bundestagswahl gegangen mit der Händlerkarte. Und diese Super-Experten-Volk, die geben uns dann 20%. Das ist unglaublich. Da sagen wir von der SPD, ja, dann nehmen wir die SPD mit nach Hause, dafür verkaufen wir sie nicht. Wir lassen sie zu Hause vergammeln, wir fressen sie selber und baden in Beweihräucherung. Diesen verschissenen Volk, dem hau ich jetzt in die Fresse. Frau Merkel, ist denn Frau Nahles so noch kompatibel als Koalitionspartner? Also kann man sich das vorstellen? Ach, also Koalitionspartner störe mich prinzipiell nicht. Ah. Das sind Aushängeschilder. Also, das heißt, Sie haben keine Probleme mit den Ausfällen von Frau Nahles? Nee, also der SPD-Exit hat ja CDU und CSU wieder zusammengeführt. Mhm. Ja? Sie brauchen für eine innere Harmonie immer ein äußeres Feindbild. So wie auch der Brexit ja die EU zusammenschweißt. Ja, und wie Sie das ja auch wunderbar gezeigt haben in Ihrer berühmten Bettszene, Balkonszene mit Emmanuel Macron. Ist er denn schon da? Also normalerweise ist bei Shakespeares Balkonszene Julia da oben und Romeo unten. Aber gut, ich will ja nicht sagen, also achso, ich muss ja im Versmaß bleiben. Doch still wer schimmert durch das Fenster dort. Ah, geh auf, du hold Macron, er töte die Brigitte, die neidisch ist in voller Grame bleich. Ja, stimmt ja auch, der Text passt ja perfekt. Dass du viel schöner bist, obwohl ihr dienend, er ist es, meine Güte, er ist es. Oh, wüsst er, dass er es ist, er spricht, doch sagt er nix. Das hat er von mir. Ein paar der schönsten Sterne aus Europas Fahne werden ausgesandt zu Kreisen in Macrons Augen, während sie unter des Funk... Also der Shakespeare redet einen Mist, muss ich ehrlich sagen... Nur weil Emmanuel unbedingt nach dem Brexit die englische Literatur für Europa retten möchte und weil er seine Brigitte kennengelernt hat in der Schauspieltruppe, muss er mit mir auch rumspielen. Also ich verstehe, mir ist es eigentlich alles zu viel, aber bitte von mir. Ah. Weh mir, weh uns, weh ihr, aua, weh weh. Moment, er spricht, sprich noch einmal, holder Engel, denn über meinem Haupte erscheinst du der Nacht so glorreich wie ein Flügelbote des Himmels, dem erstaunten über sich gekehrten Auge der Menschensöhne. Also, was ist das für ein Quatsch, das kapiert doch kein Mensch. Also ich verstehe. Es war die Nachtigall und nicht die Merkel. Nee, nee, es war die Angela und nicht die Lerche, die eben jetzt sein banges Ohr durchdrang. Sie singt und hüpft auf einem flotten Wählerstamm, der mir Vertrauen gab und Macht zu führen, dich und mich in ein Europa voller Einigkeit und Harmonie. Es war die Angela. So, guck doch her, ich bin's doch. Du musst auch hergucken. Huhu, ich bin's doch. Ich höre Mausgeräusch. Leb wohl, Geliebte. Aber ich... Emmanuel! Oui, Ame, ich komme. Hola, Angela, sei treu. Du kommst sofort hierher. Mit wem hast du getochtet? Non, Brigitte, ich kann dir Brigitte und nicht Brigitte, ich erhöhe die Bitte. Ah, wer ist das kleine Flietchen? Oh, non, Flietchen, du sagst, was Erdogan sagt, auch von ihr. Erdogan und du, ihr teilt sie euch. Geh weg von mir. Non, Brigitte, ich bitte Brigitte, ich kann dir das erklären. Es ist nicht so, wie sieht es aus. Brigitte. Ich bin nicht so, wie sehe ich aus? Was soll das heißen? Hallo, ich, Emmanuel, ich...
Wie sollen wir denn Europa jetzt führen auf? Also nee, ich wusste, dass Brigitte dies Theater macht. Ob mich Herr Sauer noch mal nimmt. Frau Merkel, ja. Kann denn diese Basis für ein geeintes Europa nicht auch die Basis sein für ein geeintes Regieren in Deutschland? Ja, also an mir lag's nicht. Ja, Jamaika ist geplatzt. Oh. Ja, danke schön. Obwohl ich hervorragend vorbereitet war. Ach so. Ich hatte gleich am Wahltag noch eine Reise gebucht nach Jamaika, um zu sehen, wie machen die in Jamaika überhaupt so Koalitionen? Weiß man ja gar nicht. Nee, und dann geht Herr Lindner. Dankeschön, ja. Die Reise konnte ich stornieren. Würden Sie noch mal mit ihm reden? Selbstverständlich. Wir haben ihn eingeladen, er ist hier. Nee, dann nicht. Muss mich erst mal sondieren, bevor ich mit ihm rede. Aha, dann auf Wiedersehen, Frau Bundeskanzler, kann ich nur sagen. Ja. Auf Wiedersehen und guten Abend, Christian Lindner. Ich begrüße mich, den Sieger der Bundestagswahl. Na, wie war ich? Bitte nehmen Sie doch Platz. Ach, vielen Dank. Also, wer das Ergebnis für die FDP anschaut bei der Bundestagswahl, der möchte doch zum Zocker werden und täglich in die Urne gehen. Ja, aber der Bürger wird allmählich sauer, weil Sie nicht mitregieren. In Umfragen haben Sie schon -3%. Was sind schon Zahlen? Ja. Wir haben bei der Ausschüttung Bundestagswahl das große Los gezogen. Wenn Sie ein Auto gewinnen, dann erzählen Sie der Lottogesellschaft auch nicht, wann und wo und wohin Sie fahren wollen, oder? Aber natürlich ist da der Bundesinnenminister besonders künstlich begabt. Da gibt es einen Anschlag in Kabul. Da stoppt man mal eben die Abschiebung der Gefährder dahin, weil man sagt, ach, macht euren Anschlag ruhig hier in Deutschland, damit die in Afghanistan nicht noch weiter leiden müssen. Was ist das denn, meine Damen und Herren? Gesichtserkennung möchte der Herr. Aha, meine einzige Frage ist nur noch, wie kenntlich ist überhaupt noch der Bundesinnenminister? Wenn dieses eingeschlafene, einschläfernde Männchen, einschläfernde Mitglied der Bundesregierung, meine Damen und Herren, zu Terror und Islamisten nichts anderes präsentiert als 10 Thesen Leitkultur, die uns stark machen sollen gegen Islamisten und gegen Terror. Ich habe als erster gefordert, die elektronische Fußfessel für islamistische Gefährder. Jetzt fordere ich sie für den Bundesinnenminister, meine Damen und Herren. Leitkultur, Schleierfahndung und Gesichtserkennung. Das ist altbacken, das ist 70er Jahre, das sind Schablonen. Der Bundesinnenminister als Helene Fischer der Terrorbekämpfung. Alles nur Schlagzeilen. Wie machen wir es? Atemlos, ich bin bereit, das volle Programm, die Hölle morgen früh, phänomen- und fehlerfrei. So, das hat jetzt Spaß gemacht. Herr Lindner, Sie hätten es natürlich besser gemacht, aber Sie wollen ja nicht mitregieren. Deswegen verlieren Sie auch gerade in den Prognosen. Verlieren tut immer nur der Wähler, obwohl er gar nicht zur Wahl steht. Selber schuld, möchte man sagen. Aber es ist kein Wunder, wo er sich nicht mal aktiv beteiligt an den Elefantenrunden. Ich habe als deutscher Bundeskanzler 11 Jahre lang hervorragende Arbeit geleistet. Ich habe Deutschland stabil gehalten. Die Bruttolöhne sind heute genauso hoch wie vor 11 Jahren. Das gibt den Menschen Planungssicherheit. Wenn sie wissen, was sie mir heute nicht leisten kann, kann mir morgen auch nicht leisten. Ja. Also Frau Merkel, wenn ich die Frage mal wiederholen darf. Es ging ja um Herrn Schulz, wenn ich das richtig verstanden habe. Herr Schulz ist doch gar keine Frage. Herr Schulz ist ja nicht meine Antwort. Wenn ich zu mir vielleicht etwas sagen dürfte, ich... Nee, also Sie nun wirklich nicht. Um Sie geht es ja nun gerade. Also, meine Damen und Herren, möchte ich gerne sagen, die FDP hat die Wahl gewonnen, weil es einen neuen Drang gibt zu altem Freidemokratismus, in dem wir nicht nur reden müssen über Deutschland, sondern auch über das, was weit entfernt ist von Deutschland, Nordkorea, China und die Liberalen. Also die Ursprungsfrage war, was sagen war, ob Frau Merkel was macht, damit der Herr Schulz sieht. Und die Frage zeigt natürlich, wie wenig der Herr Schulz machen kann und an welch kurzen Fäden der Politiker als Hampelmann hängt. Dass also Politik quasi ein Tierversuch ist, um zu beweisen, wie sehr der Geist des Politikers von anderen manipuliert wird. Das möchte ich doch ausdrücken. Ja. Wenn ich als Martin Schulz zu mir vielleicht endlich... Nein, Sie sind jetzt erstmal gar nicht dran, jedenfalls nicht in Deutschland. Genau, wenn ich also was zu Herrn Schulz sagen darf. Ich habe die Homo-Ehe eingeführt. Moment, das war ich eindeutig. Ich habe den Mindestlohn eingeführt. Das war die SPD eindeutig. Ich habe den Klimawandel eingeführt. Ich eindeutig.
ist zusammenfassend also zu sagen, und dann ist das Thema Schulz auch wirklich durch, nicht wahr? Ich bin dankbar für jede Krise, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, AfD-Krise. Sie hat den Menschen gezeigt, jemand anders außer mir hätte ihnen auch nicht helfen können. Ne? Ich werde Bundeskanzler! In welchem Land? Da klingt alles ganz anders von Ihnen. Mit Ihrer Absage ans Regieren riskieren Sie doch eine Totalisierung der Welt. Trump, Putin, Erdogan und so weiter, oder? Wir können doch die Welt besser verbessern, wenn wir in der Opposition sind, Sie kleiner Widerspruchsgeist. Ach so, weil es dann auf Regierungsebene weniger Geschwätz gibt, nicht? Das haben Sie gesagt. Ja. Was haben Sie gesagt? Oh, Vladimir, da, you see my new Immobilia America. Ich habe eine wunderbare Leben gehabt, ich hätte nicht gebraucht, aber wenn du bist Präsident von Amerika, ich bin Präsident von Amerika, greatest President from America from ever. Und da musst du, als alle, du musst ein bisschen in Weiße Haus, aber das ist alles ganz anders. Wenn du bist in die Weiße Haus, da guckst du raus. Die Weiße Haus von außen ist komplett weiß. Ich bin gewohnt, dass alles ist golden. Ich mache nur noch Urlaub in die Weiße Haus. Ich werde alles weiß machen. Great. Donald, du weißt, das hättest du nicht geschafft ohne meine Mithilfe. Ja, yeah, I know. Deinen Hacker, der waren großartig. Die haben Amerika umgeflugt. Du bist meine Marionette, sagt man. No, ich bin dein Filiale. Mein Homunculus, sagt man. So? When you say Homunculus, da weißt du, die Homunculus, der war am Ende größer wie der Schöpfer. Oh. Da kriegst du nicht mehr in die Flasche. Da musst du aufpassen. Irgendwann du wirst sagen, oh, warum habe ich die Trump herausgelassen aus der Flasche? Ah, warum habe ich sie rausgelassen? Ah, Donald. Du musst einmal aufpassen, nicht dauernd zu imitieren Behinderten. No, ich mache immer so, wenn ich zitiere, Leute sind gegen mich. Ach so, dann ist taktlos zu sagen, du imitierst Behinderte, wo du nur imitierst dich selber. Herr Lindner, hat Putin die FDP gehackt? Nicht hier drin, aber was ist hier drin? Ja, was ist da? Bitte, was? Was habe ich? Wir haben an Putin selber gefragt, im Vorgespräch. Wollten Sie durch Hacking den Glauben an den demokratischen Prozess untergraben in Amerika, wie Herr Erdogan auch in der Türkei? Das ist das ähnlich zu vergleichen. Was für ein demokratischer Prozess? Na ja, freie Wahlen. Was ist das für eine freie Wahl, in der eine Frau Clinton 3 Millionen mehr Stimmen bekommt und dennoch verliert durch ein Wahlsystem, mit dem die Gründer von Amerika vor 200 Jahren bereits Amerika gehackt haben? Aber Sie wollen doch mit Ihren Methoden die ganze Welt unterwandern, also. Nein. Ich darf Sie erinnern. Ja, bitte. Dass Russland bereits vor 250 Jahren unterwandert wurde von der deutschen Katharina der Großen. Ach so, ja. Sie hat sich die gesamte russische Regierung unter den Nagel gerissen. Stimmt. Das ist Unterwandern. Jetzt schlagen wir zurück. Ja, werden Sie auch die deutsche Bundestagswahl beeinflussen? Ah, bitte, ich mache in Weltpolitik und nicht in Vereinsmeierei. Ja, aber die Sorge ist schon, dass Sie da Einfluss nehmen auf die Bundestagswahl. No, dazu brauchen Sie nicht mich. Nein? Sehen Sie, ein Anis Amri ist laufen gelassen worden von Ihren LKA. Ja. Damit er macht einen Anschlag auf die Berliner Weihnachtsmarkt. Da sind Akten sind vernichtet und vordatiert worden. Deutschland hackt sich doch selber. Da kann ich noch eine Menge lernen. Na ja, Sie reden sich raus. Ich will nur wissen, ist bei der Bundestagswahl Ähnliches zu befürchten wie bei der US-Wahl? Ja. Ich habe gehört, viele wollen loswerden Angela Merkel. Na, da hat das noch nicht ausgemacht. Also. No, und was ist Ihre Alternative? Na ja, Martin Schulz natürlich. Ah, es ist also eine Wahl zwischen der optischen Vorsteherin einer Suppenküche und dem obeinigen Schlag, den Lukas, der daherkommt wie ein Makake, der nur einen Trick kann. Deutschland kann froh sein, wenn seine Bundestagswahl wird gehackt. Ja, Herr Lindner, Sie sehen, im internationalen Betrieb kommen Sie überhaupt gar nicht mehr vor. Bei Trump und bei Putin. Die sprechen gar nicht mehr von Ihnen, Herr Lindner. Herr Lindner? Jetzt ist er schon wieder davon gelaufen. Ist das zu fassen? Ja, meine Damen und Herren, es hilft nichts. Die Frage bleibt natürlich, was hat Putin noch alles gehackt? Denn wenn er schon Rechte wie Le Pen und Trump und Brexit-Macher unterstützt, vielleicht hat er auch dem Bundestag die AfD untergejubelt.
Vielleicht hat er tatsächlich die FDP aus dem Regieren raus gehäckselt. Und vielleicht hat er sogar Martin Schulz in die SPD hineingehackt, damit er die Wahlen für die SPD verliert, weil das hätte kein SPD-Mann hinbekommen. Aber wie sagte doch Martin Schulz, wenn mehr Leute SPD wählen würden, sagt er, dann würde morgen alles besser werden. Ach, Herr Schulz, morgen sind wir doch alle gar nicht da. Guten Abend.